Das ist ja nicht für immer, Frau Brandt. Und sobald ich den Trick bin aus dem Kopf, nehmen wir mir beide ihren Tisch und dann geht's direkt nauf in die dritte Etage. In der Vorstadt, gell? Ja. Können Sie vielleicht mir mal die Tür aufmachen? Komm mal gleich ins Auto. Setz es da drauf, gell? Ah, nee, danke. Ist ja noch hoch hergegangen gestern Abend, nach allem, was ich gehört habe. Na, soll keiner sagen, dass wir im Weckle nicht Feuer kennen. Also, wir sehen uns dann in 2 Jahren. Solange wir nicht brauchen. Umso besser. Im halben Jahr habe ich unsere Niederlassung in Duisburg auf Vordermann gebracht. Sagen Sie, haben Sie es Ihrer Frau eigentlich schon gesagt? Nein, noch nicht. Oh ja, die wird sich freuen. Hm? Die Sibylle ist doch eine kluge, vernünftige Frau. Und mehr Geld hinter dann auch. Der Brezel-Express. Klar, und zwar von gestern, aber immer noch beste Qualität vom Weckle. Und bevor die wegkommen, willst du eine? Nein, danke. Hallo, du bist aber früh dran. Ja, ich war früher fertig. Ich hab gedacht, ihr habt hier Konferenz. Nee, eine Konferenz nicht, aber ein Vorbereitungstreffen. Magst du dich mal kurz dazusetzen? Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, das sei. Jetzt komm, jetzt setz dich doch. Es ist auch noch was von der Bouillabaisse da. Das ist deine, Guido, ne? Die kann ich wärmstens. Nein, danke, ich esse keinen Fisch. Und ich wollte ja auch gleich mit der Sibylle noch was essen gehen. Aber ein Gläschen trinkst du noch mit uns mit, gell? Nein, ich muss noch fahren. Ach, jetzt komm. Tut bitte die Wärme, oder mich? Neu. Wir müssen doch noch die Aufteilung der Klassen besprechen. Wir haben ja dieses Jahr 3 Kunst-LKs, die nach Paris fahren. So, verstehe, deshalb machen die das mit dem Essen und der Musik. Als Inspiration, ne? Wegen dem Savoir Vivre, ne? Savoir Vivre heißt es. Ja, ich weiß, wie das heißt. A votre santé. A la vôtre. A la tienne. A la tienne. Vraiment génial. Du wirst befördert. Hä? Ich werde befördert. Das ist ja super, gratuliere. Aber wir müssen jetzt umziehen. Nach Duisburg-Meidering. Wie bitte? Nach Duisburg-Meidering. Ich warte schon seit 3 Jahren, dass es für mich mal weitergeht beim Weckle. Du hast selber gesagt, dass ich mich weiterentwickeln muss. Du kannst schon dein Sabbatjahr einlegen. Das hast du schon lange machen wollen. Ich wollte ins Ausland. Ich wollte nach Italien, Spanien, nach Südfrankreich. Aber doch nicht ins Ruhrgebiet. Das ist keine Beförderung, das ist eine Strafversetzung. Na, Luftveränderung wär's trotzdem. Luftveränderung im Ruhrgebiet. Da ist Smog. Überall Autobahnen und Dreck. Das sind die schlechtesten Luftwerte Deutschlands. Das ist doch reine Propaganda von den Ökos. Ich hab's unterschrieben, ich kann's nicht mehr ändern. Ja, das ist ja ganz toll. Das wird bestimmt super da im Pott. Hättest ja vorher was sagen können. Na ja, gut. Du nimmst dir erstmal ein Zimmer und am Wochenende kommst du dann heim. Zimmer? Du weißt doch, wie die sind beim Weckle. Die haben mich dort bestimmt super untergebracht. Ein so schönes Hotel mit Sparbereich. Dann könnt ihr auch mal kommen, dann können wir dort ein bisschen Wellness machen. Also, ich glaub nicht, dass die Lea freiwillig ins Ruhrgebiet kommt. Hast du ja die Cola gekauft? Dir ist schon klar, dass ich gesagt habe, dass hier so lange keine Cola ins Haus kommt, solange sie nicht für ihre Mathe-Klausur arbeitet. Komm, jetzt lass sie doch. Ja, du machst es dir leicht. Fräulein Prinzessin hier, Fräulein Prinzessin da. Du, als ich in ihrem Alter war, da habe ich auch Cola getrunken.
Und es ist trotzdem was aus mir geworden. Ja, Duisburg-Meiderich. Bist du jetzt nur noch an den Wochenenden hier? Naja, erstmal. Aber vielleicht kriege ich es schneller geschafft, dann bin ich früh wieder da. Wird mich nicht wundern. Und sei nicht so frech zu deiner Mutter, solange ich weg bin, gell? Du, Papa? Hm? Ich könnte auch auf eine Fachoberschule gehen. Wie Sophia. Ja, ich meine, ich brauche gar kein Abitur, wenn ich Hotelmanagerin werden will. Hey, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du würdest es später bereuen, wenn du kein Abitur gemacht hast. Ja, aber du hast doch auch kein Abi. Ja. Ja, stimmt doch. Und ich meine, wenn es nach Mama ginge, würde ich nur noch auf meinem Zimmer hocken, den ganzen Tag büffeln und Biomöhren essen. Dass du nicht nur noch Biomöhren essen musst, dafür habe ich gesorgt. Guck mal. Ja. Aber kein Wort zu deiner Mutter. Versprochen. Auf. Danke. Roland, das hast du vergessen. Da. Tschüss. Pass auf dich auf, gell? Ich melde mich noch, wenn ich da bin. Fahr gut. Ja. Im zentralen europäischen Wirtschaftsraum gelegen, gilt das Ruhrgebiet, oft auch das Revier oder der Pott genannt, als die am besten erschlossene Region Europas. So sind über die Straßen in allen Himmelsrichtungen und in nur 3 Stunden Fahrzeit mehr als 60 Millionen Menschen zu erreichen. Und die Menschen leben gerne hier. Auf dem Glücksindex erreicht der Pott 7 von 10 Punkten. Sicher auch eine Folge des Strukturwandels in dieser Region. Viel Geld wurde in die Verbesserung der Lebensqualität investiert. Weniger Schwerindustrie, dafür Kulturangebote, mehr Grün, bessere Luft. Wer zum Beispiel aus dem Süden in das Revier einfährt, kann feststellen, die Lärmbelastung hat deutlich. Entschuldigung. Kriege ich bei Ihnen hier noch was zum Essen? Ja, also ab 21 Uhr, da haben wir hier nur noch Roomservice. Ja, ein bisschen teuer. Gibt's denn irgendwas anderes? Was weiß ich, einen Grieche oder eine Pizzeria? Völlig wurscht. Also ich meine, das Einzige, was jetzt noch aufhört, das ist Eddies Ballroom. Aber Eddies was? Eddies Ballroom. Da gehen Sie hier runter, dann einmal links und dann nochmal links. Danke. Was? Vielen Dank. Ja. Hör mal, du bist neu hier, oder? Wir haben dich hier jedenfalls noch nicht gesehen. Nee, das wäre uns nämlich aufgefallen. Pilzbier oder
RR den Rolls-Royce unter den Kern. Hopp, 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 in den Kopf! Und die Penner, die wir kriegen, hopp, hopp, in den Kopf. Ich muss morgen früh raus. Oh, nee, 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 warte mal, du bleibst mal noch ein bisschen hier. Komm, jetzt lass ihn. Er muss morgen ganz früh raus, oh. Der Ärmste. Putzi, 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 putzi. Schön Schnuckelchen. Tschüss, Schnuckelchen. Grabowski, mein Name. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise und eine ruhige Nacht. Ja, schon recht. Da oben links wäre dann gleich auch Ihr Büro. Aha. Ach, darf ich bekannt machen? Horst Abramschik, Roland Reuter. Ist gut. Ich bin ja Systemadministrator. Ja, dann auf gute Zusammenarbeit, gell? Willkommen im Pott. Da rechts sitzt Herr Pistorius vom Fuhrpark. Normalerweise zumindest. Wie dem auch sei. Und das ist Ihr Reich. Und das ist Frau Watzke, Ihre Sekretärin. Na, das ist jetzt mal richtig peinlich. Sie kennen sich? Wir hatten gestern Abend schon das Vergnügen, aber unter ganz andere Voraussetzungen. Guten Tag. Das kann man wohl sagen. Wie dem auch sei. Ja, aber keine Sorge. Schnaps ist Schnaps, Arbeit ist Arbeit. Ich bin gleich soweit. Ich bringe mich nur noch kurz in Form. Und ich werde es auch brauchen. Suchen Sie mir gleich mal die Bilanz von der letzten zwei Jahre, sagen wir mal, von der letzten vier Jahre aus, gell? Jawohl, schon unterwegs. So, von jetzt an wird hier nicht mehr geraucht. Das finde ich sehr, sehr nachhaltig. Was ist das? Die gehört Frau Watzke. Die fliegt raus, die kostet bloß Wasser. Und Wasser kostet Geld und Geld haben wir keins. Was machen Sie hier eigentlich? Notizen? Na, ich meine, was schaffen Sie hier? Ja, welche Position haben Sie im Betrieb? Assistenz der Geschäftsführung. Aha. Seit wann? Ich habe Verwaltungsfachangestellter gelernt und Ihr Vorgänger, der Herr Kiesel. Na, der Kerl hat sich als Sekretärin und noch einen Assistenten geleistet. Ja, von jetzt an arbeitet sie in der Buchhaltung. Ja? Aber vorher kann ich sie noch brauchen. Scheint sich ja auszukennen. So. Jetzt zeigen Sie mir mal, wie die Leute hier so schaffen. Wo wollen Sie denn anfangen? Eine Backhalle. Grüß Gott. Wenn ich in die schwarzen Zahlen kommen will, dann kann ich zwei Dinge tun. Ich kann die Einnahmen erhöhen oder die Einnahmen, ja, erhöhen oder die Ausgaben senken. Genau. Senken. Wo geht's da hin? Da unten, da sind die Toiletten. Brennt da immer Licht? Soll ich da einen Zettel anbringen, auf dem Licht aussteht? Der Zettel brennt da gar nichts, der hilft bloß Hightech. Da wird ein Bewegungsmelder installiert. Die haben sich in 8 Monaten amortisiert. Bewegungsmelder. Heiland, zack! Was ist denn das? So, für 16.30 Uhr rufen Sie eine Vollversammlung der Belegschaft ein. Wenn nur das Ja jeder da ist. Und danach knüpfen wir uns den Betriebsrat vor. Heute noch? Gar nichts. Wo kommt ihr denn überhaupt her? Man will denn über was? Das ist gut. Der Raucherraum wird geschlossen. Das habe ich dem Herrn Kiesinger auch schon vorgeschlagen. Nein, die Kosten für die Fläche. Heizkosten, Nebenkosten. Von jetzt an wird Rose grau. Sowieso hochsund. Genau. Warum bei uns die Ausgaben über den Einnahmen liegen,
Das brauche ich euch nicht zu sagen. Hier, alles bloß rote Zahlen. Es hängt von uns alle ab, ob wir da hinkommen. Die Einnahmen liegen über den Ausgaben. Wir sind ein Team. Das haben Sie meinem Bruder bei Opel auch erzählt. Und was ist? Den Laden haben Sie trotzdem dicht gemacht. Aber wir sind hier beim Weckle, junger Mann, und nicht beim Opel. Beim Weckle werden die Entscheidungen bei uns in Stuttgart getroffen, nicht irgendwo in Amerika. Bloß wenn wir zusammenhalten, können wir es schaffen. Und dazu ist zweierlei erforderlich. Erstens, wir müssen Vollgas geben. Und zweitens, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Von nichts kommt nichts. So, weiß jemand, was das zu bedeuten hat? Auf dem Foto sieht man, wie die Chinesen das Stahlwerk in Dortmund abbauen. Die berühmte Westfalenhütte, das sagt Ihnen doch sicher was. Die bauen die ganze Hütte ab und baut sie in China wieder auf. Und dann arbeitet da drin richtig Chinesen. Solange wir die internationale Finanzkrise nicht unter Kontrolle kriegen, wird es immer so weitergehen. Ihr habt die Wahl hier im Ruhrgebiet. Entweder ihr guckt weiter zu, wie eure Jobs nach China verschifft werden, oder ihr packt selbst mit an und nehmt euer Schicksal in die eigene Hand. Der Strukturwandel, das seid ihr selbst. Ihr könnt entscheiden, welche Türe ihr nehmt. Dort geht's nach China und dort geht's in die Zukunft für Weckle Meiderich. Das ist die Tür zu dem Toilettenschiff. Der war gut. Der hat mir gefallen. Ja, Herr Reuter, alles schön und gut. Das mit dem Weihnachtsgeld, das kann ich noch verstehen. Irgendwo. Aber dass wir im dritten Folgejahr eine Nullrunde mitmachen sollen. Nein, das geht nicht. Ja, es muss aber. Nee, die Lebenshaltungskosten steigen ja auch. Alles wird teurer. Brot, Butter, Bananen. Ihr hättet am liebsten Rabattmarke, wie damals in der DDR. Die Leute, die hier im Betrieb arbeiten, die müssen ihre Familien ernähren. Die können sich kaum noch die Miete für ihre Wohnung leisten. Wir müssen alle Einschnitte in Kauf nehmen, wenn es aufwärts gehen soll mit unserem Betrieb. Ja, Herr Reuter, das sagen Sie so leicht. Sie kommen hier angebraust aus Stuttgart, wohnen in so eine 5-Sterne-Hütte. Hier, ja, beziehungsweise 3. Egal, Sie wohnen hier wie Gott in Frankreich, während sich Ihre Mitarbeiter mit Mühe und Not eine Sozialwohnung leisten können von dem, was sie beim Weckle verdienen. Das sind teilweise regelrecht Löcher. Das stimmt. Seit Jahren will ich neben der Kokerei wegziehen. Aber mit dem Gehalt? Geht das nicht? Also ich habe früher auch einfach gelebt. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich mich heute daran erinnere, waren das eigentlich die glücklichsten Jahre meines Lebens. Wunderbar. Bei mir im Haus ist noch eine Wohnung frei. Wie groß? 65 Quadratmeter. Wieso? Das ist ein Deal. Die nehme ich. Chef, ich weiß nicht, ob das mit der Wohnung so richtig ist. Ich meine, wollen Sie es sich doch noch mal überlegen? Ich will aber keine Extra-Löschkraft. Ja, aber Sie sind doch ganz neu hier. Wir können alles außer Hochdeutsch. Sagt Ihnen das was? Gottes schönste Gabe ist der Schwabe, der dort lacht. Sagen Sie, wer war eigentlich der freche Bingel da vorhin? Wer? Na, der Kerl mit dem Blech im Gesicht, wo das Maul so aufgerissen hat, von wegen Finanzwirtschaft, ein ganzer Blödsinn. Ach so, das ist der Cem. Der Cem Hildirim. Der ist Azubi in der Verwaltung. Aha. Bei uns daheim sagt man, ein fauler Apfel kann der ganze Korb verderben. Das ist gut. Grüß Gott. Tag. 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 Was ist denn das eine? Nicht von hier. Wir trinken, verdammte... Mann! Ich hol den Schlüssel. Kommen Sie doch bitte rein. Hochgestrecktes Bein. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Goal! Ja, nee, Goal. Ist gut. Hallo. Möchten Sie einen Tee trinken? Ist auch nett, aber ich will mir erst mal die Wohnung angucken. Da ist er. Und da ist so ein Television kaputt, nicht mehr den Lerifluch. Da machen wir. Ja, aber die nicht gehabt. Hitsch, der bitte. Soll ich vielleicht doch den Koffer abnehmen? Nein, schaffe ich schon. Bis vielleicht. Ja. Danke. So, bitteschön.
Ja, ich doch ganz, Also, wenn Sie möchten, kommen Sie später zum Essen runter. Nein, nein, komm schon klar. Danke, gell. Schlüssel steckt und wenn Sie irgendwas brauchen, klingeln Sie einfach. Ja. Sollen wir mit anpacken, Meister? Ja, gern. Lass mal, Chef. Zu zweit geht's einfacher. Danke. Also. Aber Herr Reuter, wir sind doch Nachbarn. Gut, dann. Wir nehmen den Heiermann. Da können wir unten noch eine Runde ausgeben. Schönen Abend, Reuter. Das sind für ihn zwei Pilz gehen. Nein, weißt du, in dem Hotel, das war halt dann doch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen eng. Ist wirklich viel besser so. Eine eigene Wohnung. Auch für uns. Das ist ja auch gar nicht so grau hier, wie du denkst. Es gibt hier echt ein sehr interessantes Kulturangebot. Duisburg hat sogar eigene Oper. Also, jetzt haben wir mit Düsseldorf, aber. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Ruhrgebiet hat die höchste Museumsdichte von ganz Europa. Ja, da können wir schon mal was machen, wenn ihr am Wochenende kommt. Gell? Ja, aber jetzt zeig doch mal die neue Wohnung. Du, das ist gerade schlecht, weil der Akku ist gleich leer und das Kabel von der Steckdose ist lang bloß bis hierher und darum ist das ein bisschen schwierig. Roland? Ja. Roland? Die geräumige Küche. Und hier fließt das Bad. Roland? Und hier das Wohnzimmer. Du bist ja lustig. Roland? Hallo? Roland? Mit Aussicht. Romantisch. Ja, das ist ja nicht für immer. Du fällst mir. Ja, bist du selber schuld. Du wolltest ja nach Duisburg. Ich habe mir extra das Rasierwasser drauf, du, was du so gern hast. Ja, auch wenn das jetzt gerade Triere kostet. Du fällst mir auch. Schlaf gut, Schneckele. Du auch, Schneckele. Mein lieber Freund, nimmst du mal bitte das Ding ab. Sag mal, kannst du nicht lesen? Hier steht Altpapier drauf. Die große Politik, die kannst du ja schon, ne? Aber beim Tagesgeschäft, da hapert's noch, was? Ja, aber das wird ja am Ende alles zusammengeworfen und in der MVA in Bottrop verbrannt. Ach so, Herr Oberschlaule, aber darum geht's gar nicht. Dieser Müll wird gewogen und wenn der Plastik drin liegt, dann zahle ich mir das Doppelte. So, jetzt machst du es gleich nochmal. Und zwar richtig. Auf geht's. Komm. Also, geht doch. Sag mal, hast du schon mal eine Brezelbacke? Nee. Gut, dann kommst du jetzt mal mit. Na, auf geht's, die Gehalte weg. Komm. Ich hab das mit 14 von meinem Vater gelernt. Und wenn du beim Wetter schaffen willst, dann musst du wissen, wie man Brezel backt. Weil das ist die Basis von allem. Ihr junge Leute, ihr seid die Zukunft vom Weckle. So, nicht zu viel Teig und nicht zu wenig. Und das Wichtigste ist der Schwung. Und? Nicht schlecht. Das ist ein Brezel. So. Komm. Schöne Rolle. Na, uff. Genau. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Mach nochmal. Na also. Ich hab doch gleich gewusst, dass du zu mehr in der Lage bist, als bloß blöde Sprüche zu klopfen. So, die nächsten zwei Wochen bleibst du hier und übst. Weil Übung macht den Meister.
Aber ich bin in der Verwaltung. Da schlafen schon genug Leute. So. Das ist besser als jeder Computer. Da hat man das Wichtigste sofort vor Augen und weiß immer, woran man ist. Guck dir, das ist die Ausgabenlinie und das ist die Einnahmenlinie. Verstehen Sie? Und in dem Moment, wo die beiden Linien, die rote und die grüne, sich treffen, dann haben wir es geschafft. Und dass das möglichst früh passiert, das ist unser Ziel. Was? Was? Na, Sie sind jetzt Teil einer Taskforce, ja? Und das Ziel von der Taskforce ist es, dass die beiden Linien sich möglichst früh kreuzen. Ja, logisch. So, das wird von jetzt an immer Ihre erste Tat am Morgen sein, da die Daten einzutragen, gell? Es kann ja nicht sein, dass mir hier die einzige Niederlassung von Weckle sind, die keine schwarze Zahlen schreibt. Und das bei dem Absatzmarkt vom gesamten Ruhrgebiet. Alles klar, Chef. Ja. Ich verstehe ja nichts davon, aber ein bisschen Farbe kann nicht schaden. Um die Farben geht es nicht, Frau Watzke. Frau Watzke? Ja? Was ist eigentlich mit dem Termin mit der Gebäudereinigung? Die müssen doch längst da sein. Ah, das mache ich jetzt gleich. Wie, jetzt gleich? Ich konnte gestern keine E-Mails mehr verschicken. Was? Spieltag, MSV. Da kann ich ab 11 keine Mails mehr verschicken. Wegen dem Ergebnis. Darf ich mal? 11 Frau, was? Ist 1:1, ja? 14 Uhr ist 1:4. Das habe ich einmal gemacht. Da habe ich um 3, also 15 Uhr, eine Mail verschickt. Da haben die Zebras 1:5 verloren gegen Düsseldorf. Ja, das mache ich nicht nochmal. Das ist aber nur an Spieltagen. Und meistens spielt der MSV ja Samstag, Sonntag. Ach ja, und vor 11 geht natürlich immer. 10 ist? 1:0. Macht ihr das weg? Zeit ist Geld. Wir können jetzt weiter rumsitzen und diskutieren, warum Frau Watzke den Termin nicht ausgemacht hat. Oder wir nutzen die Zeit und machen jetzt die Tour, die wir eigentlich morgen vorgehabt haben. Also nach meinen Berechnungen wäre es am besten, wir fangen in Sternhausen an. Ist mir völlig egal, wo wir anfangen. Es kommen sowieso alle dran. So, komm jetzt. Das Plakat. Das ist die Extraschicht. Das ist eine Veranstaltung mit 50 Spielorten hier im Pott. Kriegt Geld, aber Kultur. Ich glaube, da wollte man Arbeitsplätze mitschaffen. Erst kommt das Fressen, dann die Kultur. Das ist unsere Filiale Sternhausen. Aha. Ja, Leon. Papa, Mama dreht jetzt völlig durch. Was ist denn los? Ich darf jetzt nicht zur Geburtstagsparty von Maike, weil ich lernen soll. Ja gut, ich schwätze mit ihr. Ja, und wann? Ja, am Wochenende. Es ist viel zu spät, die Party ist schon am Donnerstag. Klar, selbstverständlich, ich werde mich da persönlich drum kümmern. Ja, genau, und ich melde mich dann später nochmal. Ja, bis dann. Der Hauptsitz in Stuttgart? Ja, genau. Auf geht's. Dankeschön. Sind Sie hier die Filialleiterin? Jawohl, Schätzeken. Sind Sie darüber im Klaren, dass Ihre Bäckerei eine Filiale der Firma Weckle ist? Er steht da draußen dran, Wolf. Wieso? Im Lebensmittelhandel ist das Rauchen strikt untersagt. In 15 Jahren bei Weckle habe ich sowas noch nie erlebt. Das ist ja nur heute. Wegen die Kälte heute. Wissen Sie, dass der Laden hier dicht gemacht werden kann? Und zwar morgen, wenn in der Verkaufsstelle geraucht wird. Ich spreche hier als Ihr Arbeitgeber. Es geht um Ihren Arbeitsplatz. Wenn der zuständige Beamte vom Gesundheitsamt den Saustall sieht, dann können Sie Ihre 7 Sachen packen. Und zwar schneller, als dass Sie Hallo sagen können. Hallo? Der zuständige Beamte, der sieht's da. Ist das Ihre Familie? Ja, ja. Da können Sie aber stolz drauf sein, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das dürfen Sie. Und Sie und Ihre Frau, wo haben Sie sich kennengelernt? Ja, das ist
Das ist eine lange Geschichte. Zu meinem großen Bedauern sehe ich mich gezwungen, Ihnen mitzuteilen, dass ich einen Beamten Ihrer Behörde in, und ich betone in, einer unserer Verkaufsfilialen rauchend angetroffen habe. Hätten Sie das? Ja. Gut. Ich bitte Sie, die notwendigen disziplinarischen Schritte umgehen. Herr Reuter. Hä? Entschuldigung. Aber wollen Sie das nicht noch mal übers Wochenende liegen lassen? Warum? Wollen Sie wirklich das Gesundheitsamt gegen sich aufbringen? Frau Watzke, es handelt sich hier um ein nicht tolerierbares Verhalten eines Beamten einer staatlichen Behörde. Wo kommen wir denn da hin? Wir sind heute in Italien. Ja, ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Also, wo sind wir stehen geblieben? Disziplinarische Schritte, umgehend einzuleiten, ja, und dann MFG und der ganze Schnickschnack. Und das schicken Sie bitte heute noch als E-Mail raus. Danke, Rudi. Nachtmeister. Meister. Schönes Wochenende, Herr Reuter. Bis Montag beim Weckle. Gute Fahrt. Danke. Zwei Tage, 30 Minuten. Naja, vielleicht 10 Minuten. Hierhin Aufschlag. Ja. 015. Macht doch nix. Super Ball. 15 all. Spiel gefälligst auf die Rückhand von dem Mädel. Das ist der Schwachpunkt von denen, ja? Ich spiele so gut, wie ich kann. Es hat nichts damit zu tun, wie gut man spielt. Es geht um Taktik. Ja, tut mir leid, dann bin ich da wohl zu blöd dafür. Warum sag ich dir, spiel auf ihre Rückhand? Das ist ihre Schwachstelle. Das ist doch Quatsch. Du musst aber jeder Spiel schon verlieren hier. Ja, und? Sollen wir vielleicht mal wechseln? Ja, total gern. Ja, von mir aus. So aufschlagen oder gleich wieder vor uns? Ah, da kannst du ruhig vorne bleiben. Dieser Scheißdreck da. Bist du bereit? Ja, mach! Du musst eigentlich immer so verbissen sein beim Tennis. Weil ich gewinnen will. Es kann doch nicht nur darum gehen. Ich meine, guck mal, wir sind doch befreundet mit dem Alexander. Das ist doch voll peinlich. Auf dem Platz bin ich wie niemand befreundet. Ach, du bist echt so ein... Na, was macht ihr denn heute noch? Eine Staatsgalerie ist eine Hockney-Ausstellung. Ach ja, klar. Viel Spaß. Danke. Merci. Kannst ja nachkommen. Ja, gern. Bis später. Wir vielleicht auch mal was zusammen unternehmen, was nichts mit Sport zu tun hat. Warum? Du bist doch Sportlehrerin. Hm. Ich war jetzt 3 Wochen allein mit der Lehrer daheim. Das war es auch nicht ausmacht. Ja, ich weiß. Ich versuche ja bloß so schnell wie möglich zurückzukommen. Und an dem Wochenende, da habe ich dort im Büro meine Ruhe. Ich habe Lea das ganze Wochenende nicht gesehen. Ich kann dir ja schlecht verbieten, bei der Sophia zu übernachten, nur weil der Vater jetzt in Duisburg arbeitet. Ich meine ja bloß. Mir wäre es auch lieber, wenn du mehr hier wärst. Dann könntest du ja vor allem diesen Quatsch mit der Voss ausreden. Voss? Fachoberschule.
Seine Tochter will das Gymnasium abbrechen und Hotelfahrfrau werden. Ja, ich schwätze mit ihr. Das ist ja nett, dass du dich auch mal blicken lässt. Hi, Papa. Ich muss gleich wieder los. Ja, ich habe bei Sophia geschlafen und dann war es auf einmal 5 und dann keine Ahnung. Hotelfachfrau ist kein Beruf. Ja, klar ist das ein Beruf. Sophia macht das auch. Ich meine, du willst doch immer, dass ich Sprachen lerne. Als Hotelfachfrau kannst du auf der ganzen Welt arbeiten. Und in der FOS musst du auch Sprachen lernen. Sophia kann schon voll gut Russisch. Was willst denn du mit Russisch? Du kannst ja noch nicht mal richtig Englisch. Ja, Englisch lernt man da auch. Ohne Abitur bist du niemand. Na komm mal, echt. Vielen Dank, ja? Das habe ich jetzt so nicht gemeint. Also, ja, aber es stimmt doch. Heutzutage kriegst du ohne Abitur nicht mal eine Lehrstelle. Ja, aber mit Fachabi schon. Ja, jetzt komm, Lea. Deine Mutter hat schon recht. Ja, die Zeiten, die haben sich halt einfach geändert. Du bist so feige, Papa, ne? Du hast doch nur keinen Bock, dich mit Mama zu streiten. Ich? Feige? Ja, feige. Auch letztens, als du so blöd offiziell am Telefon geredet hast. Du hast mich nicht mehr zurückgerufen. Ey, ihr seid so scheiße, ne? Alle beide. Was war denn da am Telefon? Lea. Was ist? Du, es tut mir leid, wegen dem Telefonat neulich. Aber was, wenn ich von meiner Angestellten in Duisburg verlange, dass sie mitzieht, dann muss ich selber mit gutem Beispiel vorangehen. Und da kann ich nicht in der Arbeitszeit Privatgespräche führen. Man kann ja wenigstens mal Tschüss sagen oder zurückrufen. Ja, stimmt. Stehst du jetzt auf grün? Wieso? Deine Fingernägel lieber, aber sonst immer schwarz. Ja. Das steht dir. Das ist doch besser als immer bloß schwarz so. Ein bisschen lebensbejahend, das kann ja nicht schaden. Sei vorsichtig, Papa. Tschüss. Fahr gut. Tschüss. So, was ist los hier? Chef, wir haben schon alles versucht. Die Maschine ist kaputt. Da hilft nichts. Warum eine neue? Der stellt euch zum Passer, hä? Nix da. So, Sie rufen jetzt sofort in Stuttgart an und lassen sich mit dem Wartungsdienst verbinden, ja? Gucken Sie hier, DEB34, die Nummer brauche ich. Auf geht's. Was bitte soll das sein? Hey!
Was bitte soll das sein? Na, was wohl? Aber ihr habt ihr doch gezeigt, wie das geht mit dem Schwung. Ich bin Auszubildende in der Verwaltung und nicht in der Fertigung. Ja, das kann ja sein, aber das sollst du erst mal schaffen lernen. Ja, aber das ist mir auf Dauer viel zu stumpf. Wie bitte? Ja, ich bin doch nicht hier zum Kuchenbacken. So, dafür bleibst du jetzt noch 2 Wochen länger hier. Ja, und deine Kopfhörer, ja, die kannst du auch ausziehen. Sowas hat in der Backhalle nichts verloren. Dann geh ich mal zum Betriebsrat. Das kannst du versuchen, aber noch bin ich der Chef hier. So, Kerle, jetzt reicht's! Du stehst schön auf. Stehst du auf? Steh auf! Mein lieber Freund, es ist nicht so, dass es hier um mich geht, ja? Dass du deinen Chef respektlos behandelst, das ist mir egal. Es geht darum, dass du Firmeneigentum zweckentfremdest. Leute! Das kostet Geld! In dem Batzenteig steckt eine Arbeitsleistung, verstehst? Nicht schaffen wollen, aber Geld verdienen, ja? So siehst du aus. Ich will nicht wissen, was es kostet, sich da so einen Nasenring durch die Lippe ziehen zu lassen, ja? Für sowas habt ihr Geld. Das habe ich mir selbst gemacht. Weißt du, wie egal mir das gerade ist, weil ich jetzt nämlich hier mal Exempel stationieren werde, statuieren werde. Und zwar an dir, damit du mal auf den Boden der Tatsachen kommst. Du kannst heute noch dein Zeug packen. Du bist fristlos gekündigt. Auch Azubis haben Kündigungsfristen. Du, von mir aus zahle ich dir dein Gehalt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn du heute aus dem Betrieb verschwindest, dann ist es unterm Strich immer noch billiger für uns alle beim Weckle. Dann kann ich ja jetzt gehen. Ja, und zwar sofort. Und ich soll es schaffen und ich glotze. Mach mal die Maschine sauber. Sieht aus wie im Saustall hier. Der Cem ist eigentlich ein guter Junge. Das habe ich gemerkt. Der kommt aus schwierigen Verhältnissen. Die Mutter lebt nicht mehr, der Vater trinkt. Und die beiden älteren Brüder sind arbeitslos. Umso wichtiger ist es, dass der Kerl wieder auf den Pfad der Tugend zurückfindet. Ich kenne den Cem jetzt schon, seit er so groß ist. Der hat das Herz am rechten Fleck. Aber die Geschichte mit seiner Mutter... Ich bin aber nicht vom Sozialamt. Ich bin dafür da, dass der Lade hier funktioniert. Und ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt irgendjemand nachstelle, der dafür sorgt, dass ihr ein bisschen Fresse habt. Hier, von wegen Amt, ja? Vom Gesundheitsamt. Ab jetzt alle 14 Tage Kontrollen in alle Weckle-Filialen in NRW. Chef, soll ich nach dem Gesundheitsamt gehen und mit denen reden? Ja, machen Sie das doch mal, Herr Grabowski. Na, ob der Dietmar da der Richtige für ist? Warum? Dem Herrn Grabowski traue ich einiges zu. Der will wenigstens schaffen. Was ist denn hier los? Die Marvin ist überfahren worden. Was? Das ist ja... Das tut mir aber leid. Schwein ist einfach abgehauen. Fahrerflucht. Und was sagt die Polizei? Die haben Wichtigeres zu tun. Ja, die müssen doch wenigstens eine Beweisaufnahme machen. Die rücken doch wegen einer Taube nicht aus. Bibi? Ach so. Die Marvin war bloß eine Taube. Was heißt denn hier bloß? Kann ich eine Runde ausgeben? So zur Beerdigung. Nee, lass mal. Am Sonntag ist uns nicht nach Feiern zumute. Ich sag euch eins, das waren bestimmt die von der Roten Feder. Das ist kein Zufall, dass das ausgerechnet die Marvi war. Unser bestes Pferd in Stall. Vorletzte Woche Lissabon, diese Woche Kiew. Das wäre ein deutscher Rekord in einem Monat. Wenn ich den finde, mache ich den fertig.
Dabei meine ich alles gut, aber es wird alles bloß schlecht. Wir ticken hier ein bisschen anders als die Menschen bei Ihnen in Stuttgart. Wie meinen Sie das? Ja, wir haben hier nicht so schicke Fahrzeuge und teure Wellnessbäder. Jeder hat hier ein paar Arbeitslose in der Familie. Aber um ein bisschen Spaß zu haben, brauchen wir auch nicht viel. Und wir halten zusammen, egal was kommt. Es ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen auf die Menschen zugehen, Herr Reuter. Ja, wenn Sie das sagt. Kommen wir zu Top 2. Schlagbesichtigung im Vereinsheim der alten Kameraden in Gladbeck. Anschließend Umtrunk. Kostenbeitrag 89 pro Person. Wer ist dafür? Und hat letztes Mal nicht nur 88? Mhm. Und sonst ist nur der Tod. Bitteschön. Also, wer ist dafür? Ja. Jawohl. Ja. 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 Einstimmig. So, Top 3. Sehr gut. Top 3. Im Frühjahr ist die 52. Westfälische Rassentaubenschau in Herne. Anmeldeschluss ist der 31.12. Boah, wenn wir die Marvin noch hätten, ne? Da können die sich schön warm anziehen. Ja, Hauptsache die rote Feder gewinnt nicht. Stimmt, die haben doch das Irrsinnsviechen mit den weißen Spenkeln. Wie heißt die nochmal? Hier, warte mal. Irgendwas mit A. Antje? Nee, das war ein Jung, war das. Anton? Das ist doch der Typ aus Stuttgart. Was hat er denn? Reuter! Was verschafft uns denn die Ehre? Ja, also so, ich hab aus Versehen eine Taube ersteigert. Also im Internet. Ich hab da die Taste gedrückt. Ja, ich wollte einfach bloß ein bisschen gucken, aber dann war es zu spät. Naja, weil ich wusste, dass sie sich hier immer versammelt, dann habe ich gedacht, dass ich... Herr Reuter, ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein Taubenfreund sind. Ja, das bin ich auch gar nicht. Aber ich hab einfach gedacht, dass die hier vielleicht ganz gut aufgehoben wäre. Top 4. Nein. Ich melde hiermit einen neuen Tagesordnungspunkt an. Top 3a. Aufnahme eines neuen Mitglieds. Bitte? Nee. Ich hab bloß die Taube. Pocolores. Wer ist dafür? Ey, das geht nicht. Wieso das denn nicht? Leute, er ist noch nicht mal in Duisburg gemeldet. Ja, das ist richtig. Pappele, papp. Wer ist dafür? Mir aus. Sehr gut. Reuter. Herr Reuter, herzlichen Glückwunsch zur Mitgliedschaft in unserem Taubenzüchterverein Kehre Wieder. Sie haben die Mitgliedsnummer 23. Unser Taubenzüchterverein Kehre Wieder hat eine traditionsreiche Geschichte und... Doch alles, hör doch mal auf. Jetzt gib mir das Thema rüber. Willkommen, Meister. Wenigstens sind wir jetzt einer mehr als die rote Feder. Dann haben wir die schon mal wieder überholt. Mitgliedermäßig. Mein lieber Kukuschinski, wen haben wir denn da? Die hat aber ordentlich was im Rücken. Ich glaube, die heißt Veronika. Das kam mit dem Karton. Mann. Und sie hat auch noch einen ausgezeichneten Stammbaum. Boah, die muss ja ein Vermögen gekostet haben. Hey. Ich wusste, dass der richtige Moment für diesen edlen Tropfen noch kommen wird. Auf unser 23. Mitglied. Und auf Veronika. Wir begrüßen Herr Reuter mit einem dreifachen Gut Flug. Hallo. Hallo, da bist du ja endlich. Wo willst denn du hin? Ja, auf die Vernissage. Hä? Die Jenny hat doch die Ausstellung, da wollten wir zusammen hin. Sag mal, da stehen wir ja nicht jemals zu. Ach so, die Vernissage. Sag mal, können wir da einfach was essen gehen? Nein, wir sind eh schon spät dran. Ich hab aber Hunger. Ja, wenn du lieber hier bleiben möchtest. Nein, ist schon okay. Aber du siehst ja schon noch was anderes an. Darf ich Ihnen noch
was anbieten? Morgen nicht, vielen Dank. Gerne. Darf ich Ihnen auch noch was anbieten? Mhm. Guten Appetit. Du, fahren wir wenigstens das Geld fürs Essen. Will ich auch mal probieren. Danke. Sibylle. Hallo. Da seid ihr. Jenny ist schon ganz aufgeregt. Angela Benetti ist da. Wer? Angela Benetti vom Ausschuss für die Stipendienvergabe für die Villa Massimo. Ach was. Ja, der Herr hinter mir, das ist Ludwig Kreil. Wer? Ludwig Kreil, der Intendant von der Staatsoper. Herr Kreil, Verzeihung, darf ich kurz vorstellen? Sibylle Reuter, Kollegin und eine große Liebhaberin der Kunst. Hallo. Angenehm. Frau Reuter ist übrigens auch im Förderkreis der Staatsoper. Freut mich, dass Sie uns unterstützen. Ja, dann weiß ich jetzt wenigstens, wo mein Geld vom Konto so hingeht, gell? Und wer sind Sie? Ah, Entschuldigung. Ja, Roland Reuter, der Ehemann. Ah, ja. Sie entschuldigen mich. Die fangen jetzt gleich an. Wir sehen uns in Spiel. Es geht gleich los. Seit wann schminkst du dir eigentlich die Augen? Ha? Ja, seitdem du dir das Solidschattel drauf tust. Keine Ahnung, warum gefällt es dir nicht? Doch, aber das hab ich ja früher nie gemacht. Also ich verstehe überhaupt nichts. Also was darf man hier wahrscheinlich nicht laut sagen, gell? Morgen! Kann ich irgendwas helfen? Dann könnt ihr mir noch was unternehmen. Na, du kannst ja schlecht die französischen Aufsätze für mich korrigieren. Ja? Oh, lass mich in Ruhe. So ist doch schon Mittag. Na und? Du, ich hab gedacht, wir könntet was unternehmen. Ins Eiscafé gehen oder so, hm? Bis deine Mutter fertig ist. Oh, ich weiß nicht. Gibt's überhaupt noch? Ich dachte, denen ist die Lizenz entzogen worden. Hallo? Wir haben noch eine Spielberechtigung für die dritte Liga. Dritte Liga? Ja, schön Wetterfan kann jeder. Aber gerade in schwierige Zeiten musste dem Verein beistehen. Wenn man masochistisch veranlagt ist, vielleicht. Wolltest du auch einen Kaffee? Nee. Kommen Sie jetzt her, Herr Grabowski? Aus der Stadt, vom Gesundheitsamt. Ah, und? Die haben unsere Filiale Sternhausen dicht gemacht. Wenn ich dir mal sage, da hat uns das Gesundheitsamt einen Gefallen getan, hä? Ja, die Filiale hätten wir sowieso dicht machen müssen und so kommen wir wenigstens um die Abfindung rum. Auch eins? Ja, warum nicht? Zwei Pilze und auch eine Brezel.
Danke, Rudi. Auf Veronika. Ach, dass dir gut geht im neuen Verschlag. Gut Fluch. Hallo, Herr Yildirim. Lange nicht gesehen. Tja, warum wohl? Und, wie läuft's? Bestens. Seit ich eigentlich die Zeit habe, da starten wir so richtig durch mit der Band. Eigentlich das Beste, was mir je passieren konnte. Jem, willst du einen mittrinken? Ich lade dich ein. Danke, Herr Janamja. Ich muss los zur Probe. Ist doch toll, dass dem Kerl so gut geht. Von wegen. Der hat nur eine große Klappe. Das hat er von meinem Cousin gehabt. 40 Bewerbungen und kein Vorstellungsgespräch. Nicht ein einziges. Ja, und die Band? Band. Vielleicht mal ein Auftritt. Davon kann ja keiner leben. Weil da Traumtänzer sind. Du, heute sind die Quartalszahlen reingekommen. Ich konnte die Ausgaben um fast 4% senken. Ich wäre dann der jüngste Vorstand, den es beim Weckler je gegeben hat. Ich erzählte gerade, dass ich wahrscheinlich 7 Monate früher heimkomme. Dich interessiert das gar nicht. Doch, doch. Jetzt mach mal die Musik leiser zum Donnerwetter. Ich kriege da immer noch so auf den Tor. Es wird immer schlimmer. Und gerade jetzt, wo ich noch so viel erledigen muss vor der Klassenfahrt. Wo übernachtet ihr eigentlich, wenn ihr in Paris sind? Wer? Ja, wer wohl? Ihr, die Lehrer. Nein, in dem Hostel mit den Schülern. Und Alexander? Ja, auch in dem Hostel, wo du sonst. Wir haben ja immerhin den staatlichen Auftrag, dafür zu sorgen, dass unsere minderjährigen Schüler keinen Blödsinn machen. Vielleicht sollte die mal eher auf euch aufpassen. Lustig. Hab ich merkt nicht, wie der Alexander dich angreift und du ihn? Was? Ja, neulich da auf der Vernissage von der Jenny, das war nämlich feierlich. So ein Quatsch? Ich habe ein Auge im Kopf. Und jetzt noch Paris? Sagt dir das was? Veronika, 850 Euro. Da? Sibylle, es ist was anderes. Ich fahre nicht zum Spaß nach Paris. Frau Watzke? Ja, bitte? Kann ich Sie mal was fragen? So von Mann zu Frau. Na, da vorne, da hat er sich so weiße Strähnlein einmachen lassen. Ich sag Ihnen, das sieht vielleicht aus. Es gibt Typen, da sieht das richtig süß aus. Ich meine, bei Ihnen würde ich das jetzt auch nicht machen lassen, aber wenn man der Typ für ist. Also, als erwachsener Mann macht man sich da heute so Muckeschießlenei. Hä? Also, Strähnle. Sagen Sie mal, wieso interessiert Sie das eigentlich so, Herr Reuter? Ich meine, bei Ihnen kommt das doch sowieso nicht in Frage. Hm? Gerade schlechte Kuh vom Mickle, gell? Wenn die Arbeitsagentur dir einen Job gibt, dann musst du den noch nehmen. Das ist doch Kokolores. Mein Vater hat hier schon unter Tage gearbeitet. So, die gange doch nie. Und da soll ich jetzt auf einmal zu die Käsköppe. Ach, komm, immer das Gejammer. Was sagt denn Ihre Frau dazu, wenn Sie nur am Wochenende in Stuttgart sind? Oh, für die ist das in Ordnung. Ja, ich meine, sie weiß ja, dass es nicht anders geht, gell? Ist halt so. Was sein muss, muss sein. Ja. Also meine Gülsen. Die würden mir den Kopf abreißen, wenn ich nur am Wochenende zu Hause wäre. Ja, Familie ist doch das Wichtigste im Leben. Ja, da sagst du was. Allerdings. Ach, guck mal, der lebt auch noch. Hast du dich verlaufen, Junge? Ach, Tag, Chef. Was ist denn das für eine Ratte? Das ist Tupac. Tupac ist ein Frettchen, habe ich von meinem Bruder Ralle geerbt. Und wieso heißt der Tupac? Keine Ahnung, hat Ralle mir nie erzählt. Der meinte, ich soll mich um seinen Kram kümmern, bevor er nach Sheffield gezogen ist. Und da war der Tupac eben dabei.
Hol dir auch Bier. Unter der Woche trinke ich keinen Alkohol vor 19 Uhr. Dann nehme ich das. Ja, mal ein Bier bitte. Ja, komm hier, also auf der Familie. Aufkehre wieder. Und auf der Weckle, gell? Genau. Auf der Weckle. Ja, zack, geht mir alles kaputt. Papa? Lea? Was machst denn du hier? Ja, ich glaube, dass es nur bereue wirst, dass du nicht mitfährst nach Paris. Also, ich war noch nie dort, aber ich bin bestimmt schön da. Ist mir egal. Ich fahr auf keinen Fall mit Mama und diesen ganzen Strebern auf Klassenfahrt. Das ist voll krass. Die tun jetzt alle so, als fänden sie es super, dann den ganzen Tag im Museum rumzuhängen. Nur weil sie denken, dass sie dann bessere Noten kriegen. Das ist peinlich, Papa. Ja, ich kann dir ja auch verstehen. Das kann einem schon ganz schön aufgegangen, wenn der Alexander da und einem so ganz selten auf Franzos macht. So, so oui, oui, merci. Baguette, Baguette. Krass, Dackelklär. Der Breuer ist eigentlich noch der netteste von den Kunstlehrern. Der ist cool. Alexander, cool. Mit den Strählen. Komm, die sind nur gefördert. Ich glaube, die sind echt, Papa. Ich will nicht zurück auf diese scheiß Elite-Schule. Ich will hier bleiben. Ich habe schon im Internet geguckt. Hier gibt's Fachoberschulen, genauso wie in Stuttgart. Ja, aber alles ist so einfach, weißt du? Ich bin 15 und mit 15 kann man selbst entscheiden. Ja, schon. Du hast doch immer gesagt, dass Arbeit besser ist als rumsitzen. Das ist richtig. Lass dich erst mal auf, hm? Die ist bei dir in Duisburg. Ich dachte, die ist bei ihrer Freundin. Na ja, als ich vorhin reinkomme, bin ich vor der Tür gesessen. Ja, sag mal, spinnt die? Wir fahren morgen nach Paris. Wie sollen die noch rechtzeitig zurückkommen? Ja, die will nicht mit auf die Klassenfahrt. Ich kann nimmer. Dann kannst du nicht herkommen, weil mir redet beide mit ihr. Es gibt immer nur Streit. Und immer bin ich die Böse. Na, jetzt kommen sie. Betreib schon ein bisschen. So schlimm wird's heute sein. Doch, ist es aber. Die Lea ist so irgendwie... Sie ist ein Teenager. Das Beste ist, sie bleibt jetzt erstmal bei dir. Was? Doch, Roland. Jetzt bist du mal dran. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn ihr euch mal auseinandersetzt. Komm, Sibylle, stopp. Ich höre jetzt auf. Sibylle. Was ist los? Und du kümmerst dich heute noch um deine Fachoberschule, ja? Wie soll ich das jetzt machen? Das ist doch was einfallen. Hast du selber gesagt, bist groß genug. Und was sagt Mama dazu? Für dich ist okay, wenn du erstmal hier bleibst. Mama will nicht, dass ich zurückkomme. Dann rufst du halt selber mal an, ja? Tschüss. Tschüss, Papa. Nicht. Chef, wir müssen eigentlich schon weiter sein. Ich rechne das noch mal nach. Ja, was ist denn schon wieder? Papa, ich hab Hunger. Immerhin doch noch was im Kühlschrank. Ich will aber was Richtiges essen. Ja, dann gehst du halt nur ins Runde Econolsch oder was.
Also bis später. Bis später. Das soll so eine Liebesgeschichte werden. So eine richtig rockige. Das klingt doch geil. Das ist cool, damit machst du. Tag, Herr Reuter. Hallo. Ihr kennt euch. Allerdings. Muss ich das jetzt verstehen? Du, ich muss zur Probe. Bis später, ja? Komm mal. Und? Hast du was erreicht? Ja, ich hab mich mal erkundigt. Es gibt echt ein paar tolle Schulen. Ja, dann ruf doch gleich mal deine Mutter an und erzähle das, ne? Okay. Hier bitte. Ja, hallo? Herr Breuer, hi. Ja, ach so. Ja, können Sie meiner Mutter ausrichten, dass ich angerufen habe? Danke. Ja, und Ihnen noch ein paar schöne Tage in Paris. Ja, mach ich. Tschüss. Was war denn das jetzt? Soll ich von Herrn Breuer grüßen? Und wieso bitte schön geht Alexander und das Handy von deiner Mutter? Keine Ahnung. Stimmt doch was nicht. Man, das ist doch nicht normal. Ich weiß auch nicht. Ich meine, was macht die zwei da? Und wo sind die anderen? Papa, ich kann es dir auch nicht sagen. Wo willst du hin? Ich hab ein Date. Bis später. Ho, 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 ihr Säcke! Oh. Rudi, tu mir noch mal einen Glühwein. Ich rede mal die Pimpanellen heute. Das ist vielleicht kalt draußen. Hostisch, ist es ein bisschen arg früh für den Aufzug? Ach, Herr Reuter, haben Sie eine Ahnung, wer heute alles schon auf mich wartet? Jetzt komme ich gerade vom Kegeltrupp Alte Damen. Und gleich geht's nach einem Fußballtreffen Sportfreunde. Chef, Chef. Genau, was machen Sie denn hier? Oh, das ist unsere Mitgliedsnummer 5, typischer Fall von Karteileiche. Aber jetzt, wo Sie mitmachen, kommt er vielleicht wieder ein bisschen öfter, ne? Es ist unglaublich. Veronika ist weg. Wie? Weg? Ja, die ist gestern einfach nie nach Hause gekommen von ihrem Ausflug. Wir vermuten, dass die rote Feder dahinter steckt. Wer? Hier. Das ist der Taubenturm. Taubenturm? Ja, von der roten Feder. Ja, die haben einen Partnerverein in Lille und da waren die mal und von dort haben sie diesen Taubenturm mitgebracht. Weil sie Angeber sind. Und das ist der Angelo. Angelo? Mhm. Das ist denen ihre Locktaube. Ein ganz eitlen Täuberich. Den haben die sich nur angeschafft, damit der andere Taubenweibchen anbaggert. Der sitzt bei denen oben am Turm und dann fliegt der ab und an los, nur um andere Tauben anzulocken. Ich verstehe das ganz. Dieser Angelo ist eine Art Womanizer für Tauben. Die haben ihm sogar die Federn heller gefärbt, die Schweine. Kommt bei den Weibchen gut an. Letztes Jahr haben unsere Bella verloren an die rote Feder. Chef, Chef, denn ich kann nicht, zeig mal her. Diese Sau. Sieht schon süß aus. Aber diese weißen Strähnchen, die sind also nicht echt, ja? Das ist gefärbt, sieht man doch. Die Weiber stehen auf sowas. Locktaube. Ich hab's ja schon im August. Aber wir machen hier kurzen Prozess. Das lassen wir uns nicht gefallen. Nicht mit Roland Reuter. Herr Grabowski, wir brauchen Ihr Tier. Jawohl, Chef. Das ist Angelo. Dem Zeitboss. Bendo. Mann. Da oben, da ist er, der Angelo. Sau! Also auf geht's. Showtime. Showtime? Showtime! Auf geht's, komm! Tubak! Tubak! Geh hoch! Fass! Fass! Tubak! Komm, wo ist der Angelo? Hier hoch ist der Angelo! Hier ist der Angelo! Komm, Tubak! 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 Tubak, komm zurück! Tubak! Tubak ist weg. Tja, Scheiße. Das war's dann wohl. Schönen Abend. Lass uns umkehren. Die anderen werden sich ja wohl noch ein paar Pilzchen übrig gelassen haben. Nix da! Das ziehen wir jetzt durch!
Der gefärbte Lackhaft glaubt, der kann uns die Frau ausspannen. Dann mach er mir den fertig! Ach, wie sollen wir das jetzt machen? Ich gang selber mal auf. Chefsache? Chefsache! Grabowski! Reuterleiter! Reuterleiter? Räuberleiter! Alles klar, Chef. Wie dem auch sei. Ich mach sie da hoch. Ja, das sei genug. Flachland Picasso! Alles in Ordnung, Chef. Mann! Ich bin am Arsch. Was ist los? Weg hier! Auf geht's! Weg! Warum? Halt! Polizei! Sie müssen wollen, wer ich bin, ha? Ihren Lebenslauf können Sie uns gleich auf der Wache erzählen. Ich beschäftige 127 Menschen in Ihrer Stadt. Und in der Wecke wären die alle auf Hartz IV. Ja, da hat der Herr Reuter recht. Gehören Sie ja auch dazu? Warum sind Sie eigentlich vorhin nicht einfach weitergelaufen, Dietmar? Das hätte sich nicht richtig angefühlt. Irgendwie. Dass Tupac einfach abgehauen ist. Ja, der wird schon wiederkommen. Ja, und wenn nicht? Tupac war immer schon ganz aufgeregt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Dann hat er an der Tür geschabt und ist immer so an mir hochgesprungen. Dabei machen Frettchen das sonst gar nicht. Ist gut, wenn man jemand hat. Wenn man weiß, dass jemand da ist. Manchmal denke ich, dass Ralle Tupac nur nicht mit nach Sheffield genommen hat, damit ich hier nicht ganz alleine bin. Wollte es immer nur wissen, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Mhm. In Tübingen, da gab es einen Italiener. Das Portofino. Da sind immer alle Norganger. Ich habe damals so ein paar berufsbegleitende Kurse gemacht. Ja, und Sibylle, also meine Frau, die war bei den Pädagogen. Ja. Naja, eines Tages da in Neustadt gesessen, allein und hat auf ihr Essen gewartet. Und die Armswürstle vom Land, ich hab gleich gesehen, dass sie aus besserem Hause ist. Ja, die hat immer so eine Art gehabt, den Kopf so schräg zu halten und einen so anzugucken. Das hat mir imponiert. Ja, und dann bin ich am Nebentisch gesessen und dann haben wir einen Blick gewechselt. Und dann habe ich die ganze Zeit bloß überlegt, wie spreche ich diese Frau an? Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mal, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, irgendwas Freches. Und genau die forsche Art, die hat ihr gefallen. Also, damals zumindest nur. Ja, und dann ist ihr Essen gekommen. Spaghetti alla Puttanesca. Aber es hat ihr überhaupt nicht geschmeckt. Dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir nach Portofino fahren will. Und richtige Spaghetti alla Puttanesca essen. Portofino? Warum denn Portofino? Der Laden hat so geheißen. Und hinter da war so ein großes Foto von der Küste von Portofino. Ja, und was hat sie gesagt? Na, hat sie gefragt, wann? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt. Dann hat sie gefragt, ja, im Ernst?
Dann habe ich gesagt, ja. Und dann sind wir rausgegangen, sind in mein altes Auto gestiegen und noch in derselben Nacht sind wir nach Italien runterbrettert. Einfach so. Portofino? Wahnsinn. Was wollte sie mir eigentlich die ganze Zeit sagen? Ich? Ja, vorhin vom runden Eck. Ach so. Chef, da war wohl was falsch. Also gerechnet. Ja. Wir sind in den schwarzen Zahlen. Morgen, die Herren. Abmarsch. Wir können gehen. Grabowski, ja. Dann danke, ne? Für alles. Ich hab zu danken, Chef. Bis morgen dann beim Weckle. Die Lea hat mich angerufen. Extra von Paris hergefahren. Komm, steig ein. Ja, ne, wenn er wieder runtergefallen hat, dann ist die Polizei gekommen und sind alle weggerannt. Also, bis auf der Dietmar. Ja, ne, Herr Grabowski und. Na. Wegen der Taube? Also Roland, ich verstehe ja, wenn die hier im Was ist denn los mit dir? Du kletterst auf den Taubenturm mitten in der Nacht. Hast du mit ihm geschlafen? Mit dem Kollegen Alexander? Hast du doch schon nicht. Wir unterrichten in der gleichen Schule. Wir spielen ab und zu Tennis miteinander. Wir sind Freunde. Und mehr nicht. Mehr nicht. Chef. Ja, mach. Ja, Herr Rotte Kolbe, ist gut. Der Spengler von der PR-Abteilung hat mich gerade angerufen. Sag sie, stimmt die Geschichte? Ja, das ist richtig. Ja, das wird Konsequenzen haben. Wir können einfach niemanden in den Vorstand aufnehmen, der sich zu solchen Aktionen hinreißen lässt. Das hat überhaupt nichts mit Ihrer Arbeit dort oben zu tun. Wir wissen sehr genau, was wir in Ihnen haben. Ich kann Ihnen nur sagen, reißen Sie sich zusammen. Als Geschäftsführer einer Weckle-Niederlassung hängt Sie eine gewisse Vorbildfunktion, auch wenn die Niederlassung jetzt in dem Fall in Duisburg liegt. Herr Reuter? Hallo? Herr Reuter? Und? Was war? Na, sieht so aus, als müsste ich erst mal hierbleiben. Also, länger, als ich
gekauft habe. Ist doch ganz schön. Da drüben. Sag ich doch. Ja, was du sagst, ist das eine. Aber was du meinst... Was meinst denn du? Wir reden immer miteinander. Aber das tun wir doch. Ja, wir reden, aber wir reden nie über uns. Und das nicht erst, seitdem du nach Duisburg bist. Aha. Und das war doch schon vorher so, in Stuttgart. Die letzten Jahre, du bist irgendwie da, aber nicht wirklich. Musst du wirklich heute Nacht wieder zurück nach Paris? Mhm. Was machen wir denn jetzt? Liebst du mich eigentlich noch? Und du? Was macht unsere Tochter da? Die ist ja viel zu leicht angezogen. Lea! Wo willst du denn hin? Mama, was machst du hier? In dem Aufzug, du holst sie ja einen Tod. Oh, Mama, bitte, ich will das jetzt wirklich nicht. Guten Abend, Frau Reuter. Hallo. Guten Abend, Herr Chef. Ex-Chef. Ihr kennt euch? Allerdings. Cem und ich wollen heute Abend auf ein Konzert. In die alte Zeche. Was denn für eine alte Zeche? Ja, da gibt's Kultur. Schon. Kulturzentrum. Ich bin um eins wieder zu Hause. Ja, also du bist spätestens um eins wieder da, ja? Versprochen. Warte. Nimm wenigstens den. Mama. Und pass auf dich auf. Ich bin der junge Mann hier. Sibylle. Der junge Mann kommt morgen in mein Büro. Es gibt Arbeit. Danke, Papa. Ich melde mich dann, wenn ich in Paris angekommen bin. Und wenn du nächste Woche nach Stuttgart kommst, dann... Was dann? Du hast zwar hier nicht so hübsche Strähnchen, aber du bist... Ich weiß es doch auch nicht. Glücklicherweise ist die Zuchttaube Angelo gegen die sich die kaltblütig geplante und heimtückisch ausgeführte Aktion der Heimkehrer gerichtet hat, mit dem Schrecken davongekommen und wohlauf. Guten Abend. Ein Schnaps, bitte. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist gut, ja. Ist ja gut. Aufkehre wieder! Und ihr Wiederkehrer! Hopp, hopp! Rinn in den Kopf! Ich dachte, es trinken können, Alkohol. Wochentags nicht vor 19 Uhr. Am Wochenende schon so. Lass uns mal die Silvesterparty weiter planen. Die letzte war ja wohl legendär. Ein Wunder, dass das Vereinsheim überhaupt noch steht! Top 2. Top 2? Ich sorge wieder für die Pyro. Ja, und ich bring mein Bleigi-Set mit.
Dietmar, nicht schon wieder. Top 2a, Bleigießen ist gestrichen. Dann sollten wir mal abstimmen. Also, Bleigießen entfällt, angenommen, mit einer Enthaltung. Und wir zwei beide, wir fackeln ein Tischfeuerwerk ab, und zwar ein ganz wildes. Chef, bei Ihnen vibriert da was in der Hose. Silvester kann ich nicht. Was? Das kommt gar nicht in Frage. Reuter, das ist Vereinsmitgliedspflicht. Sie hätten mal Kleingedruckte lesen müssen. Silvester, bin ich in Portofino. Portofino? Ja, Portofino, Italien. Da hat der Reuter die Sibylle, also seine Frau, hinentführt damals. Für eine Spaghetti Puttanesca. Der hat ihre Rolle, die freche Art und Unterschiff.